Oh. Ja. Gute Morgen, ihr Lieben. Wir gehen heute auf Angebotsjagd. Das heißt, wir gehen heute weniger nach dem, auf was hat so viel Bock, sondern auf welchen Preis haben wir heute Lust. Was lächelt uns da heute an? Ich bin gespannt. Ich habe auch in keinem Prospekt oder so geschaut. Wir lassen uns da einfach heute berieseln. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß. War auch ein Vorschlag von euch, dass wir das mal zusammen machen. Und ich glaube, das wird einfach nur gut. Und hoffentlich günstig. Gut und günstig. Ist das nicht sogar irgendwie eine Eigenmarke? Ich weiß gar nicht von wem. Aber die machen gutes Marketing. Richtig, so muss es sein. Gut und günstig werden wir heute hoffentlich haben. Let's pray. Wir gehen jetzt erstmal zum Aldi, das ist natürlich ganz klar. Checken wir jetzt erstmal die Angebote ab, dann zum Rewe, dann zum Lidl, vielleicht noch zum Penny. Wir werden hoffentlich fündig. Im Aldi, habt ihr ja gesehen, dann noch im Rewe. Es sind auf jeden Fall viele Neuheiten auch. Also was heißt Neuheiten, aber Sachen, die ich einfach noch nicht probiert habe, wo ich auch einfach so bin. Es ist mega cool, das heute mal mit euch zu probieren, weil sonst hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gekauft. Und ich war auch so mega baff, wie viele Angebote es eigentlich gibt. Also es ist wirklich, eigentlich müsste man wirklich danach einfach einkaufen. Ich glaube, das machen auch schon teilweise viele. Zum Beispiel auch Annes Oma. Wirklich, die sitzen dann, wann gibt es die Prospekte? Samstags oder so für die neue Woche. Sitzen dann, machen sich die Kreuzchen. Und ich finde das eigentlich wirklich eine sehr, sehr schlaue und effektive Ideen. Man kann man ja wirklich danach so ein bisschen sein Essen planen. Finde ich eigentlich nice. Und wenn ich es auch nicht vergesse, ich finde es aber sehr, sehr cool. Ich hoffe, es stand auch überall dran. Sonst muss ich halt die Internetpreise nehmen. Aber kann ich auch gerne mal dann dazu schreiben, wie viel wir am Ende eigentlich jetzt auch dadurch gespart haben. Gerade weil alles so teuer ist. Also Speedmail auf jeden Fall, es war wirklich nicht schwer. Also du kannst eigentlich gefühlt durch die Regale gehen. Irgendwas war immer im Angebot. Und deswegen würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal, was wir frühstücken. Da muss ich übrigens sagen, war ich echt eine Bitch. Gebe ich wirklich selbst zu. Ich habe, weil ich so auf diese Angebote geachtet habe, weniger auf den Plastikkonsum geachtet. War nicht der freundlichste Einkauf für die Umwelt. Das habe ich ein bisschen verkackt. Wir machen Paninis. Hab bei Brot, Aufbackbrötchen, normalen Backwaren, die es immer beim Aldi gibt, geschaut. Aber es war wirklich sonst nichts reduziert. Aber ich muss sagen, Paninis habe ich eh schon länger nicht mehr gehabt und ist, glaube ich, auch ganz geil. Dazu ein bisschen Feldsalat, so ein bisschen so, dass wir wissen, was Salatiges drin haben, dass wir das gute Ding auch gut füllen können. Feldsalat von Rewe war auch reduziert. Ich blende euch auch gerne immer alle Angebotspreise ein. Und das meine ich nämlich, Mini-Gurken hätten eigentlich nie sein müssen. Die kaufe ich eigentlich auch immer quasi unverpackt, aber die waren im Angebot. Und deswegen, ich meine, ich hätte sie auch einfach nicht kaufen können. So, ne? Aber habe ich die jetzt mitgenommen, war mein Gehirn nicht an. Mini-Gurken. Fand ich aber sehr geil, wenn man das dann auch im Panini hat. Dazu Feder, das ist Kracht von Padros, gerade im Angebot. Hört auf. Richtig, richtig cool. Habe ich auch direkt 2, 3 mit eingekauft. Also dachte ich jetzt auch für den anderen, der wird sich freuen. Den auch noch mit einem Panini. Tomate, rundet das Ganze natürlich auch ab. Sehr, sehr geil mit Feta, Gurke, bisschen Salat. Top. Fand ich auch sehr, sehr cool. Gibt es von Milram. Die Marke verzehre ich nicht ganz so oft. Aber fand ich cool, dass die jetzt auch einen veganen Frischkäse rausgebracht haben. Das machen jetzt wirklich gerade gefühlt alle, also alle Marken kommen da jetzt langsam in den Circle rein. Auch Aldi, da gibt es ja gerade von der Eigenmarke, der ist auch super lecker, finde ich. Ja, gab es den einmal reduziert, beziehungsweise einfach im Angebot. Und da dachte ich, machen wir das Panini ein bisschen damit, ne, geschmacksintensiv. Weil nur Salat und Feder weiß ich nicht. Und als letztes, es hat wie die Faust aufs Auge gepasst, habe ich noch Balsamico-Essig gefunden. War auch im Angebot bei Aldi. Leider nicht dieser dickflüssige, süßliche, aber jetzt fein. Ich bin schon froh, dass es den gab, weil noch so ein bisschen was Säuerliches, auch Feta, Tomate, Gurke, Frischkäse haben wir es, aber noch so ein bisschen was, was das so ein bisschen, ja, säuerlich macht, nochmal so ein bisschen Pep gibt, Balsamico. Oh, geil, doch, auf die freue ich mich richtig doll.
Wir warten jetzt noch auf die Paninis. Die müssen aber jeden Moment ready sein. Probieren wir nochmal. Den fand ich richtig, richtig geil. Den habe ich noch im Rewe gesehen. Strawberry Cheesecake. Sehr geil. Riecht nach Erdbeer, aber auch so ein Ticken nach... Na, eigentlich nur noch Erdbeer. Man hätte jetzt den Vergleich gebraucht. Ich würde jetzt sagen, es schmeckt wirklich zu 99% einfach nach Erdbeer. Und diese 1% Cheesecake bilde ich mir einfach ein, weil ich es auf der Verpackung lese. Aber trotzdem, es ist lecker. Es ist halt eine Erdbeermilch. Hol mal schnell mal nach. Mmh. Die Kombi schmeckt. Mhm. Muss zugeben, das esse ich ja eh sehr gerne. So ein bisschen Paprika. Spicy Frischkäse. Dazu Balsamico natürlich. Ich meine, beim flüssigen nervt halt echt die Soße, ne, die tropft. Seht ihr das? Jetzt tropft es natürlich nicht. So, seht ihr, tropft. Und das finde ich halt immer da so ein bisschen blöd. Ansonsten, ich mag das gerade richtig gerne. Einfach Brot, Frischkäse, Balsamico, ein bisschen Gemüse, Feta, top. Das war vorhin übrigens auch super. Die kennen mich da ja schon alle im Aldi. Und ich habe tatsächlich einen Euro vergessen oder 50 Cent oder, ne, um den Wagen rausholen zu können. Ist mir dann aufgefallen. Und da war ich so, was mache ich jetzt? Weil ich hatte wirklich, ich bin leider echt so eine richtige... Kartenmaus geworden. Also ich bezahle alles nur noch mit Karte, was nicht gut ist eigentlich, weil mit Karte fühlt sich alles nicht teuer an, weil man merkt nicht, dass es einfach weggeht. Hatte ich jedenfalls keinen Euro dabei, in keiner Tasche, in meinem Blazer nicht, nirgendwo auch nicht in der Jeans. Das ist natürlich super, also ich laufe echt ohne Münzen nur noch rum. Ich kann ja auch keinen Euro abheben beim Aldi, so wisst ihr, deswegen bin ich einfach ganz weird dahin zur Kasse. Und den Kassierer, den kenne ich auch schon, ich gefragt, ob ich mir... ob die irgendwie so ein Chip vielleicht haben. Meint er so, nee, haben sie leider nicht, aber alles gut, er gibt mir 50 Cent. Und ich war so, er hat das dann einfach aus der Kasse genommen. Und also mir hat man immer gesagt, sobald eine Kasse ja ein Miesen ist, musst du es nachzahlen. Da war ich so, ich habe ihm oft dann versprochen, dass ich ihm das dann wiedergebe, wenn ich fertig eingekauft habe. Und dann fand ich so lustig, meinte er so, alles gut, komm, ich kenne dein Gesicht, kriegen wir schon. Und das, Freunde, ist ein Beweis, also wirklich, wir sind, wie sagt man, wir sind so, Aldi und ich und die Mitarbeiter mittlerweile, also... Wasser kocht schon. Ich habe nämlich tatsächlich einen Hammer-Deal gemacht. Ja, Barilla-Nudeln. Im Angebot. Fast schon so wie Pesto im Angebot. Leider heute nicht, habe ich auch vorbeigeschaut. Hatten sie nicht, aber dafür Barilla-Nudeln. Und die sind so lecker und ich finde die auch leider echt zu teuer. Ich kaufe die mir auch wirklich nie, wenn sie nicht im Angebot sind. Das sind so einer der Sachen. Normalpreismäßig glaube ich daran vorbei. Und wenn ich mal sehe, da ist ein Schildchen dran, dann nehme ich es mit. Die machen wir mit Guter Freund Iglo. Ist auch, glaube ich, vegan, weil das mit Alprosahne zubereitet worden ist. Also richtig, richtig cool. Das wusste ich gar nicht, dass das schon gibt. Also ist das Essen, wenn ich jetzt nicht wieder Schafskäse drauf mache. Freunde, es ist wirklich schwer, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der wirklich Schafskäse, glaube ich, heiraten würde, wenn es gehen würde. Ne? Doch. Dann wäre ich abgeschrieben. Jedenfalls bin ich da echt gerade oder immer mit so ein bisschen auf dem Trip. Den hatten wir ja auch gekauft. Dazu machen wir noch rein Tomaten. Und dann machen wir so eine leckere Nudelspinatsoße. Das ist auch wirklich das neue Studentenessen. Geht super schnell, Spinat einfach aufkochen. Das quasi als Soße mit ein bisschen Tomate drin. Zwiebel, wenn man noch möchte. Die waren aber jetzt nicht mehr gebraucht. Und ja, kann man eigentlich toppen, wie man will. Richtig, richtig geil, gerade weil der Spinat eh schon so cremig ist als Soße. Und es ist wirklich beides nicht teuer. Zumindest, ne, ist Pesto teurer. Kann man das machen, finde ich sehr geil. Und das bereiten wir jetzt zu.
Ding mega schnell. Nudeln rein, Spinat, gerade in die Pfanne geschmissen. Gebt euch 10 Minuten, 12 Minuten höchstens. Und dann ist das fertig. Hab noch ein bisschen Schafskäse drüber gebröselt. Und das ist jetzt das Mittagessen. Mmh. Oh ja. Und der Spinat ist so cremig. In vegan schmeckt er auch super. Oh, herrlich. Man braucht nicht mal Salz oder Pfeffer. Tatsächlich nicht, wirklich nicht. Weil der Spinat schon einen ganz leckeren Eigengeschmack hat. Da muss man auch sagen, da ist auch Iglo einfach, glaube ich, auch unschlagbar. Da weißt du, was du hast. Sehr geil. Schreibt euch auf das Rezept. Also das ist jetzt Rezept, ne? Einfach, was ihr einkaufen müsst. Wenn ihr es mal ein bisschen stressiger habt an einem Mittag, ihr müsst schnell los, wie ich eigentlich, also ich muss wirklich gleich zum Praktikum, ist das wirklich toll. Ab heute startet nun mein letztes Praktikum, by the way. Also ich habe jetzt nochmal Sport. Im März war ja das mit Deutsch und ich bin auch wieder in derselben Schule, weil die hatten Bedarf und dann war ich so, okay, wenn wir uns eh einen neuen Platz suchen müssen, ich mag es da voll gerne. Ich kenne mich da schon aus, ich kenne die Lehrer zumindest. Wobei, die Sportlehrer ja auch wieder nicht. Das heißt, es ist für mich ja doch wieder was Neues. In Deutsch war ich zum Beispiel auch nur in 3 Klassen, weil ich einfach ja den, also lieber weniger Klassen hatte und dann aber alles mitverfolgen konnte den Monat über. Das heißt, die kenne ich höchstwahrscheinlich auch nicht und bin aber mal gespannt, wie das jetzt in Sport so sein wird. Kann ich euch gerne mal updaten, wenn es irgendwas Spannendes zu berichten gibt. Mal schauen, mal schauen. I'm back, beziehungsweise... Wir sind back. Ich kam jetzt vom Praktikum, Arne von der Uni. Und es gibt tatsächlich nichts Spannendes zu erzählen heute vom Sportpraktikum. Außer bei beiden Lehrkräften heute wurde auf die Wie lasse ich Schülerinnen Teams wählen, ohne dass sie sich scheiße dabei fühlen, haben sie gut gelöst, indem sie einfach selbst eingeteilt haben. Und ich fand das irgendwie richtig cool. Bei uns gab es das damals nie. Und deswegen war ich immer die Letzte, wenn nicht gerade meine Freundinnen Teams wählen durften, weil ich war nie gut in Ballsportarten. Und wir haben früher nur Ballsportarten gemacht. Ja. Naja, das zum Praktikum. Jetzt hörst du uns? Mhm. Hast du Bock? Mhm. Das ist gut. Es wird romantisch, Schatz. Es wird romantisch. Vegane Pralinen. Mhm. Hm? Mhm. Du darfst Kaffee unter Auge haben. Ew. Ich hab mir gar nicht... Ich nehme dann die anderen 3. Genau. Ich habe mir die Sorten gar nicht richtig angeschaut. Hey, doch, ich will... Oh. Ja, genau. Hier gibt's nämlich Himbeer Chocolate, Sea Salt Caramel, Knusper-Nougat-Creme. Ja, und Orange und Kaffee, das ist tatsächlich ein bisschen weird. Dazu gibt es noch Erdbeeren, die hatte ich heute auch gekauft. Die sind nämlich gerade im Angebot für 1 Euro und ein paar zerquetschte. Und die sind richtig geil reif, guckt euch die mal an. Geilo. Mmh. Geil. Das finde ich auch wirklich eine richtig süße Geschenkidee. Ja. Vegane Pralinen irgendwie, die sind auch so süß verpackt. Hat sich der Aldi, die waren vom Aldi, richtig Gedanken gemacht. Was ist ja lieb vom Aldi. Ja. Oh. So, warte, wir müssen kurz die Welt prüfen. Anne untersucht jetzt nochmal, dass wir auch bloß nicht Orange essen. Das war Nougat und Kaffee sieht einfach gleich aus. Du magst auch Kaffee. Nee, eigentlich jetzt Kaffee. Nee, das ist gut. Was ist gut? Das hier ist Nougat. Das ist jetzt Nougat? Glaube ich. Na, dann probieren wir das doch mal, oder? Ja, ne? Let's see. Das ist Kaffee. Nein, ist Nougat. Das ist Kaffee. Nougat. Dann schmeckt Nougat wie Kaffee. Mhm, schmeckt voll lecker. Mhm. Ist Nougat und schmeckt lecker. Das ist cool. Boah, okay, das schmeckt am Anfang mal wirklich wie Kaffee. Mhm. Oh, weiß ich es nicht. Meins ist nicht. Mhm. Mhm. Erstmal mit einer Erdbeere runterspielen. Gib mir mal lieber dieses Sea Salt Caramel. Hier. Also ich fand das ganz super. Nee. Das geht besser, Aldi. Was hast du? Mhm, auch cool. Was denn? Was du hast. Ui. Ja. Die ist gut. Sehr geil. Mmh. Schmeckt null vegan. Ich finde Nougat besser. Mm-mm. Das ist auch gut. Caramel.
Ja. Himbeere darfst du noch probieren, der Rest wird nicht mehr. Auch nicht. Ich Himbeere ist auch nicht schon mal. Ja, komm, doch. Die roten, ja. Probier mal. Die glitschert. Bitch, fokussier. Seht ihr? Ne? Der Ton macht die Musik. Dann hört sie. Also sie sind tatsächlich besser als gedacht. Boah, Himbeere ist richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich mag eigentlich gar nicht so Himbeer-Gelee gefülltes. Boah, aber schmeckt richtig frisch. An Italien? Hab's euch eingeblendet. Ich sag einfach so selbstverständlich Aber ich denke mal, es ist jetzt Aldi, es sind vegane Pralinen, dafür ist es nicht teuer, nee. Und im Angebot. Ohne Alkohol übrigens, ne? Also, weil mir schmecken keine Pralinen, weil die meisten sind nämlich aus. Also mit Alkohol besetzt sind. Und ich finde das so eklig. Wie kann man Schokolade so kaputt machen, wenn man Alkohol beisetzt? Verstehe nicht. Gut. Aber es war mit Platz 3. Also, nee. Also, wirklich, ich schwöre. Nee. So. Nein, glaub mir wirklich, Nougat ist echt nicht so geil. Und ich bin eine Nougat-Expertin. Also, Himbeer ist eindeutig Platz 1. Wirklich, wer Frucht so geil mit Schokolade kombinieren kann, ne? Nee, heißt Aldi. Mir zu künstlich. Überhaupt gar nicht, nämlich das schmeckt richtig frisch. Och Leute, erzählt nur Schwachsinn. Kommt nicht mehr ins Video. Hey, yo, Party People. Ich darf gerade schon mal den Ofen vorheizen. Wir machen uns diese Freundin hier, die Lamia Pinsel. Mit Rucola, Tomaten, Mozzarella. Richtig geil. Und die habe ich auch noch nicht gegessen. Die war heute im Angebot. Die war sogar echt ganz gut sogar im Angebot. Und Nutri-Score B habe ich daraus gelernt. Das heißt, aus dem Gebiet Pinsas, Tiefkühlpizza, schneidet die ganz gut ab. Und wenn sie noch dazu schmeckt, haben wir alles richtig gemacht. Machen wir dazu noch wahrscheinlich als Beilage den Salat von heute Mittag, dass der nicht schlecht wird. Nochmal mit Tomaten, Gurke, bisschen Feta. Und ich hatte vergessen, ich hatte heute ja eine Avocado gekauft. Und die wollte ich eigentlich heute Morgen noch mit in mein Panini-Brot machen. Das hatte ich aber vergessen. Deswegen mache ich die jetzt noch in meinen Salat, dass die auch noch wegkommt. Und ja. Balsamico-Dressing und genau, that's the dinner in günstiger. Ich freue mich da jetzt. Ich habe wirklich Bock. Too high. Das gibt morgen Gaumenbrand. Und der sich aber lohnt. Die schmeckt wirklich wie so eine geile Steinofenpinsa. Natürlich hat so einen Touch von ne, Gefrierpinsa, aber so eine fancy Steinofengefrierpizza. Pinsa. Und die ist schon sehr mild. Ein paar Greens. Das ist wieder der Beweis, dass mit Balsamico einfach alles schmeckt. Und hab nichts drauf, außer Balsamico. Weil nur das haben wir heute eingekauft, keine anderen Gewürze oder sowas. Und es schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Also diese Pinsa, volle Punktzahl. Müsst ihr wirklich mal probieren. Gerne noch. Nee. Ihr guckt es an einem Sonntag. Gut, da ist sie nicht mehr im Angebot. Probiert sie trotzdem gerne aus. Die ist super lecker und ich hätte die wahrscheinlich jetzt so erstmal nicht probiert. Es gibt halt, so bin ich, manchmal zu viel Auswahl, dass ich dann einfach so bin, okay, ich nehme das, was ich kenne. Unsere Wege haben sich aber jetzt gekreuzt. Ein Glück. Warst du im Angebot. It's bedtime. Wir haben
21.54 Uhr. Das heißt, bald Schlafenszeit. Also so eine gute Stunde. Und da passt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit rein. Was Süßes. Und zwar gab es Mars-Eis. Ich habe die schon immer zu Hause bei meiner Familie super gerne gegessen. Wir waren aber immer große Snickers-Fans oder Bounty. Und beides war ausverkauft. Also die Angebotskäufer, es gibt sie, weil das war ja wohl kein Zufall. Snickers war komplett ausverkauft, ist halt auch wirklich geil. Und Bounty war auch weg. Das heißt nur noch Mars. Wobei ich aber sagen muss, das ist ja auch so mit Karamell gefüllt. Ist schon auch geil. War auch gut reduziert, meine ich. Und meiner Mama, dem Sherlock, ist schon aufgefallen, dass die immer kleiner werden. Also, ne, so groß wie meine Nase. Quasi. Ist schon sehr süß. Also, ne, ihr wisst, ich mag schon sehr süß. Aber wenn ich schon was zu süß finde, dann ist es aber auch wirklich zu süß. Also, die Karamellschicht gefällt mir. Ne? Kann man nichts sagen. Ne, ist mir auch schon ein Ticken zu süß. Ist halt Snickers ein bisschen geiler, weil es zumindest noch dieses Erdnuss-Salzige hat. Ja. Ich war wohl zu spät. Ja. Ich habe übrigens heute für mich, und den höre ich jetzt auch weiter. Das heißt, indirekt verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich gönne mir jetzt noch ein bisschen Me-Time. Arne guckt hinten Fußball. Ich gönne mir momentan den Podcast, jetzt nicht Gemischtes Hack, sondern Dear Diary bei Anna und Luca. Bin bei Folge 2 und es catcht mich wirklich sehr. Also finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, den kennt auch schon gefühlt jeder. Ich finde deren Podcast wirklich schön. Falls ihr mal Langeweile habt, ne, Podcast-Empfehlung. Drücke euch bis zum Mond ganz, ganz fest, wenn das Sinn gemacht hat. Und würde sagen, ich sag euch mal, was wir jetzt überhaupt gespart haben, dieses Video lang. Sage und schreibe, ihr könnt ja mitrechnen und die restlichen Sachen, gerade vom Rewe, hat man ja nicht gesehen. Das habe ich dann einfach gegoogelt, was der Normalpreis war. 9,45 Euro haben wir gespart und das ist wirklich, das ist eine Ansage. Das aufgerechnet auf eine ganze Woche, wenn man wirklich mal nach Angeboten einkaufen geht. Ich glaube ja wohl schon. Es lohnt sich extremst, mal in Prospekte zu schauen oder im Internet oder wo auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder zu einem neuen Video. Bis dahin habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, fühlt euch nochmal gedrückt, bleibt gesund, bleibt happy und so sehen wir uns am Mittwoch. Tschüss!